Hallo Kinder! Hallo! Schaut mal, wir haben für euch heute einen Schatz mitgebracht. Der ist so groß, dass sogar die Schatzkiste zu klein ist. Aber was ist denn da drinnen? Ja, Maxl, da ist eine Kinderbibel drinnen. An diesem Wochenende feiern wir auch den Sonntag des Wortes Gottes. Okay, und was hat das jetzt mit der Bibel zu tun? Was ist denn in einer Bibel drinnen eigentlich? Ja, Maxl, in einer Bibel, da wurde das Wort Gottes in unsere Zeit hinein übersetzt. Und wenn ihr schaut, Kinder, ganz viele unterschiedliche Bibelausgaben gibt es, die uns Gottes Wort näher bringen möchten. Und was steht da jetzt genau in dieser Bibel drinnen? In so einer Bibel muss ich da jetzt von vorne bis hinten lesen gehen? Nein, Max, ich glaube, das würde jetzt zu lange dauern. Aber wir können ja den Kindern kurz erzählen. Also ich erzähle euch kurz, was in so einer Bibel drinnen steht. Was uns Gottes Wort sagen möchte. Ich decke die Bibel jetzt ab. Aber wir sehen, wenn ich jetzt da jetzt was aufstelle, soll das auch darstellen, wie alles aus der Bibel her, dass das alles Inhalt der Bibel ist, was ich euch heute erzähle. Denn auf den ersten Seiten der Bibel erfährt ihr, wie Gott die Welt geschaffen hat. Die Erde und alle, die darauf leben. Und man erfährt dann auch, man kann dann auch nachlesen, wie die ersten Menschen entstanden und dann auch Abraham und seine Frau Sarah. Und aus ihnen, nach ihnen, durch sie, das ganze Volk Israel, das mit Gott besonders am Herzen lag. Und in dem ersten Teil in der Bibel gibt es nämlich zwei Hauptteile, das Alte und das Neue Testament. Und wir sind noch im Alten Testament. Und in diesem Alten Testament wird dann hauptsächlich die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel erzählt, was das Volk mit Gott erlebt hat. Und immer wieder tat sich das Volk auch schwer zu wissen, was jetzt eigentlich Gott vom Volk wollte, wie es am besten leben sollte. Und deshalb traten auch immer wieder Propheten auf, die dem Volk näher brachten, was Gott ihnen sagen wollte. Und auch von diesen Propheten lesen wir im Alten Testament. Und die Propheten kündigten auch an, dass irgendwann einmal ein ganz besonderer Mensch geboren werden sollte. Und da kommen wir dann ins Neue Testament. Ich mache da ein bisschen Platz. Israel. Abraham. Die Propheten, die ja auch aus dem Volk waren. Im zweiten Teil der Bibel lesen wir dann, wie diese Prophezeiung der Propheten in Erfüllung ging, wie dann Jesus geboren wurde. Das Neue Testament, das ist der zweite, so heißt der zweite Teil der Bibel. Dort erfahren wir dann, wie Jesus geboren wurde und wie er dann unterwegs war im Volk Israel und den Menschen von Gott erzählte. Den Menschen erzählte, wie sehr Gott sie liebt. Und
wenn ihr euch an Ostern erinnert, auch das steht in der Bibel, denn Jesus starb dann am Kreuz und wurde aber wieder auferweckt, stand wieder auf, weil wir feiern ja auch zu Ostern die Auferstehung Jesu. Und auch davon lesen wir in der Bibel. Aber er blieb dann nicht bei den Menschen, also nicht so, dass man ihn sehen konnte, sondern es war dann ganz wichtig, dass die Leute von ihm weitererzählten. Und so entstanden dann die ersten Christen und die ersten Gemeinden. Und auch von diesen Gemeinden lesen wir in der Bibel, die waren dann ganz viel in Briefkontakt. Und ganz am Ende der Bibel erfahren wir auch noch etwas, so einen Vorausblick, wie es ganz am Ende der Zeiten sein wird. Oh, das ist aber ganz schön viel. Ja, Maxl, man braucht auch ganz schön lange, bis man, wenn man so eine ganz Gesamtausgabe einer Bibel von vorne bis hinten lesen möchte. Aber ich möchte euch heute auch noch erzählen, es steht in der Bibel nämlich auch das, was wir an diesem Sonntag im Evangelium von Jesus hören. Denn Jesus war einmal am See unterwegs. Im See waren auch Fische. Und auch ein Boot gab es da. Mit Fischern. Die Fische wollten. Jesus ging da dann am Ufer des Sees entlang und plötzlich sah er zwei Menschen, Simon und Andreas, das waren zwei Brüder. Die waren gerade dabei, ihre Netze auszuwerfen und zu fischen. Doch Jesus sagte zu ihnen, kommt mit mir mit, geht mit mir. Ihr werdet in Zukunft nicht mehr Fische fischen, sondern Menschen. Ihr sollt die Menschen einladen, damit sie mit uns kommen und wir ihnen von Gottes Liebe zu ihnen erzählen können. Simon, vielleicht Kinder, kennt ihr den unter seinem späteren Namen, den dann Jesus gab. Jesus gab ihm nämlich den Namen Petrus. Und sein Bruder Andreas ließen alles liegen und gingen sofort mit Jesus mit. Dass Jesus weiterging, war da auch noch ein Boot. Da waren zwei Personen drinnen, Jakobus, Johannes und ihr Vater. Und auch zu ihnen sagte Jesus, kommt mit mir, ihr sollt meine Jünger werden und Menschen einladen, dass sie mit uns gehen, um Gott besser kennenzulernen. Und auch Jakobus und Johannes verließen nicht nur sofort das Schiff, sondern auch ihren Vater und gingen mit Jesus mit. Egal, wo er hinging, sie folgten ihm. Und später lud dann Jesus auch noch weitere Jünger ein. Denn insgesamt, Kinder, das wisst ihr vielleicht schon, waren es ja dann 12 Jünger. Aber das hören wir dann ein anderes Mal. Ja, und vielleicht habt ihr mal Zeit und Lust. Ihr habt sicher auch eine schöne Kinderbibel zu Hause, wie ihr gesehen habt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ausgaben. Und vielleicht habt ihr Zeit und Lust, dass ihr eure Kinderbibel mal hervorholt und dort ein bisschen nachliest, nachschaut, was es von Gott und Jesus zu entdecken gibt. Und da manche Texte vielleicht etwas schwieriger zu verstehen sind, deshalb haben wir für euch heute beim Video dabei einen Link, wo ihr diesen Würfel basteln könnt. Und dieser Würfel soll euch helfen, die Bibel zu lesen, zu entdecken. Oh, wie funktioniert denn das? Darf ich mal würfeln? Genau, Maxl, würfel mal, genau. Dann können wir es den Kindern gleich erzählen, wie das funktioniert. Ihr könnt dann auch würfeln, so wie der Maxl. Und der Maxl
hat jetzt diese Uhr gewürfelt. Diese Uhr ist ein Symbol dafür, dass ihr jetzt im Text ganz gut aufpassen solltet oder auf dem Bild, zu welcher Tageszeit diese Geschichte erzählt, diese Geschichte spielt, die in eurer Kinderbibel gerade entdeckt. Und ein anderes Symbol, zum Beispiel das Herz, lädt euch ein zu entdecken, welche Gefühle vorkommen in der Geschichte, die ihr euch ausgewählt habt. Diese Figuren da sollen euch einladen, dass ihr hinschaut, welche Personen im Text vorkommen. Und so gibt es noch ein paar andere Symbole, die sind aber eh alle bei der Bastelanleitung erklärt. Und jetzt wünschen wir euch viel Freude beim Entdecken der Bibel und eine schöne Woche. Oh ja, und ich gehe jetzt auch gleich mal den Würfel ausprobieren und schauen, was es da alles von Jesus und Gott zu entdecken gibt in der Bibel. Maxl, das ist eine gute Idee, denn auch wenn dort Menschen vorkommen, die schon vor langer Zeit gelebt haben, so werden wir ganz viele Erfahrungen entdecken, die auch uns heute betreffen, die auch wir heute machen. Und dann können wir auch so kennenlernen, wie Gott uns heute begleitet, auch wenn wir nichts sehen können. Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Tschüss! Tschüss! Thank you.